Das sind Paulus und Markus. Sie möchten heute ein Wettrennen veranstalten. Paulus sagt zu Markus: Curramus ad Montem. Doch sie sind sich nicht einig. Markus meint stattdessen: Curramus ad illam arborem. Und los geht's. Wie du vielleicht bemerkt hast, haben sich die beiden Jungen auf Lateinisch aufgefordert, gemeinsam zu einem bestimmten Ziel zu laufen. Wie sie das gemacht haben, werden wir uns in diesem Video genauer anschauen. Du lernst eine neue Art der Übersetzung des Konjunktivs im Hauptsatz kennen, den Hortativ. Du lernst in diesem Video, was ein Hortativ ist, woran du ihn erkennst und wie du ihn übersetzen kannst. Ich zeige dir, dass es auch einen verneinten Hortativ gibt. Und anschließend präsentiere ich dir noch einige Beispiele. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.